Schwestern? Ruby, das ist aber eine Katze, kein Hund. Das ist keine Katze? Nein, das ist doch Baby. Heute geht es hoch hinauf und zwar auf die Stadtmauern von Dubrovnik. Nicht gerade ein günstiges Vergnügen, aber wenn wir schon mal hier sind, dann wollten wir das auf jeden Fall machen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ja, ein teures Gut, 400 Kuna. Schön hier. Aber wir sind ja noch nicht ganz oben. Da sieht man die Stadt nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir das gemacht haben. Ich bin schon total aufgeregt. Das soll so toll sein. Das ist ein schöner Abschluss. Ohne andere Menschen im Hintergrund, das ist sehr selten. Seltener wie eine Sonnenfinsternis. Und so sieht's auf der anderen Seite von der Stadtmauer aus. Corinna kann sich nicht entscheiden, ob sie Zitrone oder Pistazie nehmen soll. Pistazie. Kleine Eispause. Da ist eine Bar, von der man ganz gut aus baden kann und auch ins Wasser springen kann. Das weiß derjenige, der unseren Dubrovnik-Vlog aufmerksam gesehen hat. Vielleicht gehen wir nachher auch noch dahin. Da oben auf dem Berg waren wir auch schon. Allerdings sind wir nicht mit der Seilbahn hochgefahren, sondern mit unserem eigenen Auto. Und das Kreuz ist übrigens von Napoleon gestiftet worden. Das ist aber im Krieg später kaputt gegangen und ist dann originalgetreu wieder aufgebaut worden an der gleichen Stelle. Ja, das ist alles noch auf der Mauer. Ganz schön breit teilweise, ne? Der alte Hund muss getragen werden. Wir haben gerade gehört, gestern war ein MSC-Kreuzfahrtschiff hier. Wäre ja interessant gewesen, das Schiff zu sehen, aber auf der anderen Seite auch Glück gehabt, weil wir denken mal, das wäre sehr viel voller gewesen wie heute dann. Ja, wirklich malerisch. Das muss man wirklich sagen. Richtig schön. Dubrovnik wird eindeutig zu Recht die Perle der Adria genannt. Also es gibt auch viele weitere Perlen, aber das ist die Perle der Adria. Ruby ist meine Perle, aber unser größter Schatz ist Henry. Ist gemein, ne Baby? Von dir redet gar keiner mehr. Ja, natürlich. Ja, also in dem Sinne, dass es heute nicht ganz so voll ist, da haben wir wirklich eigentlich Glück. Es sind andere Leute da, klar, aber es ist nicht so extrem voll, wie das so andere Leute erlebt haben, was man so gehört hat. Dass hier ein Geschiebe und Gedrängel ist, also davon kann nicht die Rede sein. Welch ein wallendes Gewand! Ist richtig. Na Baby, traust du nicht mehr? Auf der Treppe hat Corinna auch Bilder gemacht, aber jetzt sitzen da ein paar mehr Leute, ne? Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja.
Wir waren ja auch schon unten in der Stadt, aber schon cool, hier nochmal von oben alles zu sehen, auf jeden Fall. Am liebsten würde ich das alles von oben mit der Drohne sehen. Aber ich glaube, das gibt ein bisschen Ärger. Obwohl ich schon einige gesehen habe, die es gemacht haben. Sandstrandgrüner mitten in Dubrovnik. Ein Sandstrand in Dubrovnik. Wie geil. Kleine Krabbelpause für Baby Henry. Kabel, da bringt mich auf eine Idee. Eine Zipline über Dubrovnik. Das wäre geil jetzt. Und gleich ab im Biergarten. Durst. Aber ich trinke ja gar kein Bier. Kann man nichts machen. Ich blende jetzt nochmal die Aufnahme von unten ein. Wir sind jetzt hier oben drinnen im Turm und das ja, ist wirklich der tollste Blick über die Stadt und die Stadtmauern. Ne? Da oben in dem Turm sind wir jetzt gerade drin. Und aus dem kleinen Fenster, da gucken wir gerade raus. Das muss man ja wirklich sagen. Also es ist toll. Es lohnt sich auch. Wir würden euch das auf jeden Fall auch empfehlen, das zu machen. Aber es ist natürlich teuer. Ne? Da muss man durch. Das wissen die und die lassen sich das fürstlich bezahlen. Also einfach lächeln, bezahlen, angucken, staunen, genießen. Hopp. Jetzt habt ihr einmal die Stadt von allen Seiten, von oben, von unten gesehen, alles. Einmal komplett sind wir um die Mauer rumgelaufen, einmal um die Stadt rum. So, und jetzt machen wir uns erstmal am Brunnen frisch. Und dann gibt es erstmal was zu essen und zu trinken. Eine kleine Stärkung. Oh, geil, ne? So schön, geil. Ach, lassen wir das. Von der Mauer habt ihr genug gesehen für heute. Aber wir haben uns immer noch nicht daran satt gesehen. Aber jetzt gibt es erstmal eine Erfrischung und was zu essen. Ja, aber mit fantastischem Ausblick. Baby ist auch versorgt. Henry natürlich auch. Erstmal mit Snacks, bis dann das richtige Essen kommt. Lecker. Dankeschön, Henry. Es war ein richtig schöner Tag, auch wenn es anstrengend war, aber es war richtig ein schöner, vorgezogener Hochzeitstag.
Essen ist da, happa happa. Oh oh, ob Corinna und Robert davon satt werden. Vor allem Henry ist ja auch noch ein bisschen mit von den Gemüse. Na gut, vielleicht kriegt er auch mal eine Pommes. Guten Appetit. Ich bin glücklich. So lecker. Ja, echt lecker. Schmeckt uns beiden sehr gut. Und Henry natürlich auch, ne? Der haut richtig rein mit dem Gemüse. Zwischendurch isst er seine Schnecki. Wir haben noch was nachbestellt. Der Burger sah erst ein bisschen wenig aus, hat aber vollkommen gereicht. Aber keine Sorge, die Pizza schaffen wir auch noch. Auch lecker, total. Also, ach, herrlich. So lässt sich's leben. Kein Stress. Schöne Taube, ne, Henry? Die sieht hier einen ganz fetten Wurm, glaube ich. Jetzt noch ein Espresso, der darf nicht fehlen. Ihr habt heute schon ganz viel Corinnas Rücken gesehen. Wie heißt das so schön? Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Ist das die kroatische Antwort auf den Mannequin Piss in Brüssel oder wie? Bagheera! Bagheera, du Panther! Wo hast du Mowgli gelassen? Den habe ich gefressen. So, wir laufen jetzt hier nochmal durch die Altstadt. Nach der heißen Tour auf den Mauern laufen wir jetzt zwischen den Mauern durch und suchen uns nochmal die schöne Badestelle mit dem Best View and Cold Drinks. Spring, Corinna, spring! Eine Meerjungfrau geht an Land. Fast warm, das Wasser. Henry lacht. Der freut sich so, dich zu sehen. Jetzt bin ich gerade eben von der Klippe oben runtergesprungen und Corinna hat das nicht gefilmt. Kann man nichts machen. Und er ist ganz trocken dabei geblieben. Spring nicht mal von hier. Robert geht jetzt das Boot entern. Kentern. Oh, was ist denn nun los? Eben dämmert es noch und wir waren am Schwimmen. Jetzt sitzen wir schon wieder im Auto und es ist helllichter Tag. Ja, wir waren so mit dem Planschen beschäftigt und den Abend ausklingen lassen, dass wir vergessen haben, ein Ende zu sprechen. Das wollen wir dann jetzt einfach mal schnell nachholen. Wir sind nämlich eigentlich schon wieder auf dem Weg ins nächste Abenteuer. Und zwar besuchen wir eine Tropfsteinhöhle in Bosnien. Und was es damit auf sich hat und wie es da so ist, das seht ihr dann natürlich in dem nächsten Video. Also dranbleiben und abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und hoffen, beim nächsten Mal euch wiederzusehen. Und tschüss.